Morgen! Heute wieder mal vor der Tafel. Viele werden die Tafel ja schon vermisst haben. Ich habe sie ungefähr seit 2 Jahren nicht eingesetzt. Aber wer die ersten Videos noch von mir kennt, der kann sich daran erinnern, wie gerne ich vor der Tafel gesprochen habe. Und heute wird die Tafel reaktiviert. Aus dem einfachen Grunde, weil ich sie in meinem Leben reaktiviert habe. Und zwar wegen diesem kleinen Büchlein hier. Das ist das Mindmap Buch. Und was ihr hier seht, ist eine Mindmap. Zugegebenermaßen nicht besonders künstlerisch, aber es ist eine Mindmap und es ist meine Mindmap. Und ich bin einfach inspiriert worden durch viele Menschen, die sich mit dem Thema Gehirn und Geist beschäftigt haben und die Frage nach dem Abrufen der Potenziale und inwieweit wir denken und inwieweit wir fühlen und das in Einklang zu bringen. Weil oftmals ist es so, dass wir sehr linear denken. Wenn wir auswendig lernen, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir verschiedene Dinge in unserem Alltag gedanklich rekapitulieren oder analysieren, folgt das meistens einer linearen Abfolge, also hintereinander. Aber unser Gehirn und unser Gefühl denkt nicht linear, sondern ganzheitlich, sehr stark verknüpft. Bei Männern ist das nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei Frauen, sagt zumindest die Forschung, inwieweit es konditioniert ist oder tatsächlich so, sei mal dahingestellt. Aber Frauen können häufiger so den kompletten Zusammenhang erfassen. Männer dagegen sind besser darin, einen einzelnen klaren Handlungsstrang oder Gedankenstrang zu verfolgen. Ist aber nicht so cool, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dieses Buch sollte mir dabei helfen, beziehungsweise sollte mich weiter in diese Thematik Mindmaps hineinbringen. Und deswegen stelle ich euch das Buch heute vor und ich stelle euch das Buch anhand einer Mindmap vor. Ich dachte einfach, das macht Sinn. Und ja, also was ist erstmal Mindmapping? Das wird in diesem Buch beschrieben. Also das Buch. Was sind die harten Fakten des Buches? Das ist zum einen die Gliederung des Buches. Was ist Mindmapping? Wie wird Mindmapping durchgeführt? Und wofür kann man Mindmap einsetzen? Das sind auch gleichzeitig ungefähr die Kapitel des Buches. Das soll in dem Buch behandelt werden. Die Gestaltung des Buches ist entsprechend der Ganzheitlichkeit und der vielen Sinne, die wir zur Verfügung haben und wie wir besser lernen. Ist farbenfroh, mit Beispielen, mit Bildern. Ist also nicht einfach nur linear runtergeschrieben. Natürlich hat es Kapitel, aber es werden auch immer wieder Bilder gebracht, es werden immer wieder auch Querverweise gebracht. Und er versucht da so ein bisschen mit diesen ganzheitlichen Ansatz so ein wenig auch in dem Buch zu frönen. Das sind sozusagen die harten Fakten des Buches. Was hat das Buch mit mir gemacht? Das Buch hat mir ganz klar gezeigt, was ist der Status quo unserer Menschheit und auch von mir und was ist das Potenzial. Und der ein oder andere wird ja vielleicht schon das Video zum Vitamin B12 gesehen haben, da habe ich ja schon mal eine Mindmap eingeblendet und ich habe ja schon seit ein paar Wochen, wenn ich ein Video vorbereite, habe ich mir nicht mehr Stichpunkte gemacht, sondern eine Mindmap gezeichnet und entsprechend daraus dann das Video entwickelt. Für mich hat es das viel einfacher gemacht. Es macht viel mehr Freude, es viel mehr Spaß an so einem Video, als wenn man irgendwas linear abarbeitet. Weil es kommen immer wieder neue Gedanken. Zum Beispiel, wenn man sieht, ich habe ein Potenzial. Das Buch hat ein Potenzial in mir hervorgerufen. Und wo ist das Potenzial? Und dann geht der Gedanke weiter. Und das ist zum Beispiel in meiner Arbeit. In den Analysen der Bücher, die ich sozusagen hier jede Woche lese. Ich lese ja nach wie vor jede Woche oder versuche jede Woche ein Buch zu lesen und schon seit, 3 Jahren. Und da hilft mir das zu analysieren, eine Mindmap zu zeichnen und die Stichpunkte Pro und Contra. So habe ich früher analysiert. Mittlerweile tue ich das Buch ganzheitlich. Ich versuche, das Buch ganzheitlich aufzunehmen. Genauso wie ich dieses Buch und was ich euch rüberbringen möchte in dieser Mindmap hier gezeichnet habe. Und das ist eine der Analysen und eben auch für die Vorträge, indem ich Vorträge vorbereite und die bereite ich eben nur noch mit einer Mindmap vor. Und das ist das Potenzial für mich persönlich, für meine Arbeit. Dann das Wissen. Wenn wir Wissen extrahieren wollen aus einem Buch oder aus einem Vortrag, aus einem Film, aus einem Video, dann können wir linear zuhören, was er sagt. Oftmals verlieren wir da den Faden oder wir versuchen
ja, unseren eigenen Gedanken weiterzuspinnen, aber der redet weiter. Und also es ist ganz schwierig oft, ganz schnell die Essenz, deswegen Essenz, die Essenz des Wissens des Videos aufzunehmen. Wenn man aber, während man ein Video schaut, die Mindmap zeichnet, während man einen Vortrag hört, eine Mindmap zeichnet, indem man einfach die Punkte, die Kernfakten, die der Autor oder der YouTuber nennt, einfach aufzeichnet und die dann verbindet oder Handlungsstränge, also Gedankenstränge einfach verbindet, aber immer nur mit einem Wort, das erkennt ihr, also das ist bei dem Buch in der Wie, in dem Wie-Kapitel, wie man das macht, also wirklich nur ein Wort und nicht formulieren oder sonst was, nur ein Wort und auch diese Mannigfaltigkeit und dieses Potenzial, was in diesem einen Wort da ist, auch nicht beschränkt, sondern wirklich dieses eine Wort, weil meistens hängt mehr dran an einem Zusammenhang, wie man in erster Instanz erfasst, und von daher hat das seinen Sinn, dass man immer nur ein Wort nimmt. Das ist eine große Umstellung. Ich habe am Anfang auch versucht, Stichpunkte überall zu schreiben. Und zwar dann doch wieder Analyse. Da kommst du aber nicht hinterher. Also, auch für das ist es wunderbar, dass man so die Essenz eines Vortrages oder eines Buches viel schneller erfassen kann mit einer Mindmap, als wenn man das in irgendeiner Weise wie bisher sich aufschreibt. Und es ist viel effizienter. Es ist viel effizienter, wenn man einfach so den roten Faden des Autors anhand einer Mindmap im Kopf hat, also roten Faden im Sinne von Mindmap, und da dann alles einsortiert in einem großen Bild und nicht hintereinander runtergeschrieben. Also, das ist das Potenzial, was Wissen angeht. Und es hat mich inspiriert. Es hat mich inspiriert, das Buch oder generell das Mindmapping. Und das Buch natürlich auch nochmal. Weil dieses Mindmap-Buch ist vom Gründer des Mindmappings quasi geschrieben. Das ist der Tony Buzan oder wie auch immer ausgesprochen wird. Der hat das sozusagen erfunden. Aber mittlerweile gibt es das natürlich von vielen anderen Menschen auch. Und jeder kann ja Mindmapping machen. Aber das hat mich halt nochmal inspiriert und mich dann entsprechend auch begeistert. So dass ich jetzt alles, was ich plane, alles, selbst mein Tagesablauf mache ich mit einer Mindmap, alles was irgendwie ja im Gedanken abläuft, versuche ich ganzheitlich zu begreifen, versuche ich nicht linear zu denken, sondern ich versuche ganzheitlich zu denken. Und ja, denn früher der Status quo war eben, dass wir linear gedacht haben, dass wir uns oft unser Potenzial beschnitten haben, unsere Kapazitäten in unserem Gehirn, die sind so extrem hoch. Er hat das hier auch an einem mathematischen Beispiel gezeigt, wie hoch unser Potenzial ist und wie wenig wir unser Gehirn auslasten, obwohl es so viel fähiger ist. Und ja, das ist natürlich ja, für mich persönlich schade, denn ich würde dieses Potenzial gerne mal testen und entsprechend tue ich das. Und so ein lineares Arbeiten ist auch bei mir immer mit Stress verbunden. Ja? Man ist an dem Punkt und will an diesem Punkt weiter. Und wenn einem dann nichts mehr einfällt, zum Beispiel eine Schreibblockade hat, wenn ich mein Buch schreibe, dann ist es irgendwie blöd. Und dann artet es auch auf den Stress aus. Wenn man ganzheitlich denkt, dann lässt man dort los, fängt dort an weiter und vielleicht verknüpft sich das alles irgendwie. Und deswegen ist auch ja der Status quo oft unser Denken mit Stress verbunden. Das muss nicht sein. Ja, und die Wahrheit ist letztlich das, was ich spüre, was ich auch immer wieder euch versuche in irgendeiner Weise zu präsentieren, dieses Gefühl, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass das alles ein großer Organismus ist, in dem wir leben. Wir sind ein Organismus, ich bin du und du bist ich. Und mit diesem Mindmapping fühlt sich das alles, das Denken, authentischer an. Und seit ich Mindmapping mache, fühle ich mich besser. Seit ich Mindmapping mache, fühle ich mich tatsächlich besser. Und dieses Buch, ja, ist alles, was man dafür braucht. Hier ist viel mehr drin, als man eigentlich braucht. Das Prinzip ist einfach, ein paar Kernfakten sind halt groß schreiben, dann, wenn man möchte, Bilder mitverwenden. Ich bin halt nicht der größte Künstler, aber trotzdem habe ich es halt versucht und versuche es auch in meinen Aufzeichnungen. Und ja, oder halt die Schrift in 3D zeichnen, sowas auch möglich. Die Dicke der Linien kann auch benutzt werden, und ja, so ungefähr sind so die Kerndinger. Das ist nicht viel, aber das Entscheidende, die Leistung des Buches ist halt wirklich diese Inspiration, dieses Aufzeigen, warum und weswegen. Und wie das durchgeführt ist, relativ einfach, kann man sich wahrscheinlich auch einfach im Internet anschauen. Aber ich finde das Buch durchaus lesenswert, obwohl ich schon Mindmapping kannte, weil es mich einfach nochmal gepusht hat, weil es Inspiration pur ist, einfach mal anders zu denken. Und aus diesem Grunde würde ich dieses Buch empfehlen, und ich gebe dem Buch 5 Sterne, und ich wünsche euch viel Spaß beim Mindmapping. Und sagt mir mal, wie hat euch das gefallen, wenn ich
euch etwas vortrage anhand einer Mindmap, die ihr seht. Ich habe das ja schon mal bei dem Video zum Vitamin B12 gemacht, da allerdings relativ klein geschrieben. An der Tafel hoffe ich, dass ihr das ein bisschen besser erkennt. Ich wünsche euch alles Liebe, einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao.